Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Tastemaker. Ich habe jetzt gerade gestartet, habe dann gleich erst einmal noch einen Employee reingeschmissen, der sich jetzt rein um das Saubermachen kümmert. Und habe dann im Grunde, ja, jetzt hat einen, der sich um das dreckige Geschirr kümmert, der andere kümmert sich um Saubermachen, dass wir hier mal ein bisschen mehr Smileys bekommen von den Leuten, weil, ist eher suboptimal. So, Ratte läuft auch noch rum. Ich hoffe, das bekomme ich in den Griff. Also wir werden wahrscheinlich, je größer das Ding ist, desto mehr Employees werden wir einstellen müssen, die sich dann eben auch um Saubermachen kümmern oder um die Dishwasher kümmern. Und dann werden wir eben auch einige haben, die sich ums Kochen... Ja, es wird auf jeden Fall recht viel, recht wuselig und da bin ich schon sehr neugierig drauf. Wir werden natürlich auch Automatenzimmer machen und was weiß ich. So, jedenfalls bräuchten wir... Jetzt haben wir ja relativ viel Geld. Ich würde gerne nochmal ein klein wenig Land dazu kaufen. Und zwar vergrößern wir jetzt mal hier... So, einfach ein bisschen die Kamera bewegen, dann geht es schon, ne? Hauen wir halt einmal ein bisschen Geld raus, dass wir hier größer machen können. So, einmal müsste noch gehen. Yes, gut. Damit haben wir auf jeden Fall erst einmal ein bisschen größer gemacht, was ganz gut ist. Dann würde ich sagen, ich mache auch zuerst mal die Küche hier so ein kleines bisschen größer, dass wir ein zweites Regal noch mit herstellen können. Das können wir eigentlich so lassen als Durchgang. So, wir gehen mal hier drauf. Wir stellen einen zusätzlichen Storage hin. Zack. Dann wird der Storage mal kurzerhand verschoben hier hin. So, dann passt es schon mal. So, und heute wollten wir auch dann mal einen Fridge kaufen. Dass wir da noch was unterbekommen. Dass wir Hühnchen einkaufen können. 150 kostet der Fridge, ist in Ordnung. Ingredients Shortage. Ja, ich weiß. Aber ich hoffe, der kommt dann auch bald. Moment, wir könnten mal hier drauf gehen, dass wir hier vielleicht nochmal auf 10 dann gehen, weil wenn wir jetzt natürlich so viele Leute hier reinbekommen in... Ja, gut. Wenn wir ziemlich so viele Leute hier reinbekommen, dann brauchen wir natürlich dementsprechend auch das Material. Ne? Ich mache vielleicht auch einen nur auf Cooking und den anderen nur auf Serving und Cooking. Ne? Da bin ich mal gespannt, ob es vielleicht dann im Laufe der Zeit auch noch Skillpunkte gibt, dass man dann, keine Ahnung, dass diejenigen, die man dann ausbaut zum Kochen, dass man die vielleicht noch so pushen kann, dass die besser kochen oder sowas oder schneller kochen oder wie auch immer. Wäre auf jeden Fall interessant. So. Wir können ihn uns leisten, das heißt, ich stelle jetzt schon mal den Fridge daher. Dann kann ich vom Menü her hier mal ein paar Chicken ordern. Machen wir mal 5 Stück. Und dann können wir nämlich, sobald die Chickens da sind, ich lasse mal wieder schnell laufen, können wir dann nämlich auch Chicken anbieten. Haben wir jetzt schon welche? Ne, haben wir noch nicht. Dann müssen wir die nächste Lieferung abwarten. Und dann können wir nämlich im Menü... Ja, Ingredient Shortage, ich weiß, okay. Dann können wir nämlich auch die Nuggets noch anbieten. Und die machen wir gleich einmal auf 22. Ah, die müssen sehr lange warten. Ja, ich weiß. Dann stellen wir mal vielleicht nochmal einen Employee ein. Und der wird dann auch zum Koch werden. Cleaning, und zwar zack. Und dann stellen wir vielleicht gleich nochmal einen ein, ha? Den wir dann auch noch bedienen lassen. So. Dann müsste doch das jetzt wesentlich besser laufen. Wir haben jetzt 2 Köche, wir haben 2 Bedienungen und wir haben viel, viel, viel Tische, aber ohne Gäste. Oh. Okay, dann machen wir vielleicht die Nuggets nochmal 2 runter und auch das hier vielleicht nochmal 1 runter. Und dann sollte das eigentlich schon mal besser laufen. Weil ich 150 habe, stelle ich auch noch einen zweiten Fridge mit hin. Und? Komm, komm, komm. Gib mir. Jawohl, gut. Dann haben wir nämlich 2 Fridges. 2 Kühlschränke haben wir schon mal. Ja, das
Klo passt auch. Da kann man dann natürlich noch mal ein zweites Klo mit hinstellen. Wir haben ja sehr viel Platz. Also so 143, ja, das ist okay. Wir haben natürlich jetzt ein bisschen Minus gemacht. Jetzt muss ich die mal ein bisschen buckeln lassen. Ja, man sieht immer, wie schnell das eigentlich hier dreckig wird, ne? Ist meines Erachtens schon fast ein bisschen zu schnell. Okay, solange wir jetzt halt hier sauber halten, können wir natürlich dann auch die Ratten abwehren. Also wir haben dann keine Ratten. Die kommen ja immer erst, sobald es etwas voller wird. Ich gehe mal ganz kurz hier auf die Bestellungen. Ich mache mal bei den Potatoes zwei weniger. Chicken könnte ich vielleicht sogar eins mehr machen. Oder machen wir mit zwei mehr, dass wir auf 18. 7, 8, genau. 8 mal Chicken und vielleicht nur 6 mal Potatoes. Jo, also tellermäßig müsste das eigentlich jetzt halt gerade noch passen. Wir könnten eigentlich mal ganz kurz bis zu der einen Lieferung könnten wir mal mehr Hühnchen bestellen noch. Es ist schade, dass ich das... Ach doch, das kann ich sogar wegschieben. Dann kann ich das jetzt mal lassen. Dann habe ich das nämlich schön im Blick. 415, jawohl. Da kann man natürlich richtige Kochstraße dann aufbauen. Also, dass man jetzt sagt, okay, man belässt es hier. Nur mit dem Fridge und so weiter. Und später machen wir dann das mit dem Meat und was weiß ich, was man da nicht noch alles machen kann mit Pizza und so weiter. Da kann man das dann in einem separaten Part machen und dann dementsprechend nochmal zwei Köche oder sowas hertun. Okay, was haben wir jetzt hier? Das heißt, so viele Kunden kommen immer rein, ne? So, Chicken tue ich jetzt einmal um zwei wieder runter. Add more seats or increase your prices. Ui, okay, das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Wir haben jetzt schon richtige Ketten hier an Leuten. Ist aber auch nicht schlecht. Also, das Geschäft läuft gut, würde ich jetzt mal behaupten. Okay, dann machen wir mal den Price. Halt, den Price noch ein bisschen nach oben. Machen wir das mal auf 16 und das dann machen wir wieder auf 22. So. Dann werden nämlich auch die Leute weniger. Vermute ich jetzt mal. Wir könnten aber jetzt da natürlich auch noch Tische hinstellen. Jetzt haben wir ja wieder Geld. Zack. Da mache ich jetzt wieder die Fast Tables. Warte mal. Mache ich da einen, da einen. So. Cool. So, dann braucht man natürlich auch noch mal ein bisschen Deko. Zack. Und zack. Ich glaube, das ist gut. Laufen die eigentlich? Ja, die laufen hin, ne? Weil das wäre jetzt nämlich gewesen, wenn die nicht hinlaufen müssten zum Regal, um sich Zutaten zu holen. Sondern wenn man das irgendwo hin platzieren könnte, das wäre natürlich nicht schlecht gewesen. Okay, dann machen wir mal hier eine Pflanze mit hin. Wir machen mal noch ein schönes Bildchen damit hin. Da machen wir vielleicht auch noch mal ein schönes Bildchen hin. So, das hebt nämlich schon mal ein bisschen die Laune. Oh, wir brauchen auf jeden Fall noch mal jemanden, der hier sich um Geschirr kümmert. So. Dishwasher können wir uns jetzt dann auch gleich nochmal leisten. Wäre, glaube ich, nicht verkehrt, wenn wir da... Oh, okay. Nee, nicht ein Fridge. Dishwasher bitte. Da bräuchte ich noch einen oder möchte ich noch einen haben. Machen
brauchen wir nochmal einen Dishwasher. So, wir haben 4 Gäste. Okay, weil wieder die Preise doch zu hoch sind, ne? Okay, dann machen wir da nochmal um 1 runter. Da machen wir da auch wieder um 1 runter. Dann sollte das eigentlich auch passen. Okay, von der Lieferung. Moment, ich möchte noch einen Dishwasher bitte da herstellen, bevor ich das dann wieder vergesse. Weil dann sollte es keine Probleme mehr geben mit Geschirr, zumindest jetzt vorläufig nicht. So, gut. Damit haben wir 4 Dishwasher. Wir haben genug Platz für Kartoffeln. Cutting Boards haben wir alles. Okay, gut. So, jetzt müssen wir das erst einmal laufen lassen, so ein kleines bisschen. New Review. Nice, clean, decoration could be improved. Ja, decoration habe ich doch gemacht. Wir können da natürlich nochmal ein Bild hermachen, wenn es unbedingt sein muss. Zack. Können wir hier vielleicht noch ein Pflänzchen hinstellen. So, ja, okay, wir haben natürlich ein klein wenig mehr Ausgaben, aber es ist in Ordnung. Ich muss es wirklich jetzt erst einmal laufen lassen. Vom Balancing, glaube ich, ist es jetzt in Ordnung. Es wird rechtzeitig abgedeckt. Von dem Preis her ist es in Ordnung. Fridges are full. Why? Okay, sollen wir nochmal einen Fridge hinstellen? Müssen wir wahrscheinlich sowieso nochmal, ne? Fridge kostet 150. Sobald es geht, stelle ich den hin. Und komm. Mach, mach. Gut. Also haben wir nochmal einen Fridge, das passt. Da könnten wir vielleicht noch ein Fenster reinmachen. So. Teils. Hat es denn irgendwelche Auswirkungen? Das kostet halt 5, ne? Machen wir nur hier am Eingang vielleicht. Carpet, keine Ahnung. Das lassen wir mal. Die Collar. 15, 20. Ich denke mal schon, dass das was mit Laune zu tun hat. Was ist die Plant? Ach, da kann ich dann selber anpflanzen oder was? Kann das sein? Dass man sich so einen eigenen kleinen Garten anlegt? Tatsächlich. Wieder wegmachen, sorry. So, ich warte jetzt mal den August ab. Ich hoffe nämlich, dass wir da mal ein bisschen ins Plus kommen. Aktuell haben wir nicht genügend Gäste, würde ich sagen. Okay, wir haben einiges an Ausgaben, haben aber trotzdem 418 am Schluss, wenn ich es richtig sehe. Total Income, 858. Okay, Hygiene, Waiting Time ist in Ordnung, Price ist okay. Menu Variety ist noch nicht so hundertprozentig. Warte mal, wir könnten ja hier mal ein bisschen ausbauen. So, kommt den August, wollte ich noch abwarten. Ich will sehen, was ich da am Ende da habe. Save successful, das ist auch gut. Und? 30. August und? Sag's mir. Jawohl, okay, 360 Euro, das ist nicht schlecht. Machen wir mal hier nochmal 4 solche Dinger mit dazu. So. Die 2 machen wir weg. Dann können wir hier nochmal einen Fridge hinstellen. Fridge. Zack, so. Dann hätten wir nämlich hier so ein kleines bisschen dieses Lager. Vielleicht machen wir hier sogar nochmal, warte mal, bei Land.
Achso, das haben wir ja schon gebaut. Dann gehe ich mal hier noch zwei rüber. Wir verkaufen diese Wände. Dann stelle ich das Regal. Oh. Okay, ich habe jetzt gedacht, es würde reichen. Sekunde. Wall. Nochmal Abfall. Na, vorher überlegen und dann machen. Das wäre, glaube ich, besser. So, Storage. Können wir nämlich da nochmal ein Storage hinmachen und auch hier nochmal ein Storage. Dann hätten wir auf jeden Fall ein schönes Lager hier. Man könnte das Ganze sogar enger machen, ne? Weil man kommt ja an beides hin. Und dann eben hier nochmal verlängern. 99. Warten wir mal ganz kurz noch ab. Oder hier einfach noch entlang ziehen und nochmal hier Lager machen. Keine Ahnung. Okay, jetzt gucken wir uns mal das Menü an, was wir hier noch machen können. Wir könnten zum Beispiel Brot machen. Allerdings bräuchten wir da diese drei Sachen. Pizza bräuchten wir noch mehr. Steak bräuchten wir im Grunde nur den Ofen, Steak und Pfanne. Nur ist gut, ne? Burger brauchen wir noch mehr. Wein. Wein wäre natürlich gut. Weil da brauchen wir nur Gläser. So, wir haben wieder Plus bekommen. Also machen wir mal. Wir gehen mal hier drauf. Wir kaufen mal 5 Wein. Wir kaufen natürlich dementsprechend... Oh, da brauchen wir noch Schränke. Alles klar. Dann machen wir doch da mal ganz kurz... kurzerhand. Kurzer Dings. Hier Kabinett. So, 3, 4, so, Wein, wir brauchen Gläser, haben wir gesagt, machen wir mal 10 Stück, so, dann können wir nämlich den Wein noch zum Menü adden, meine Gläser, wo bleiben sie? 10, jetzt hat gut. Also, haben wir Wein. Den machen wir allerdings auf 14 hoch. Und dann sollte das normalerweise auch noch mal ein bisschen besser laufen. Die Rattenfalle würde ich gerne mal wegtun. Die können wir ja im Grunde hier ins Lager tun. Sollten wir wirklich eine Ratte haben, die rennt dann irgendwann da rein. So. Hier würde ich gerne so eine Art Spielhölle machen. Ne? New Review. 3 Sterne. Extra Toilets. Okay. Extra Toilets. Alles klar. Wall. Wir ziehen jetzt einmal eine Wall bis davor. Und nochmal eine Wall bis davor. Dann brauchen wir allerdings nochmal eine Wall. Noch mal. So, dann können wir die hier wegmachen. Schauen wir mal, wie das hinhaut. Einmal, zweimal, dreimal. Dann mache ich das da vorne weg. Dann hätten wir 3 Toiletten. Was ist das da? Kann ich das nicht wegmachen, da die Pflanze? Ist ja auch komisch. Naja, ist egal. Gehen wir mal hier auf Saubermann. Ach, wir brauchen ja Türen auch, ne? Moment, Wall, Door. Warum kann ich hier keine... Doch, da. Einmal. Die kostet mich ja nichts. Dann könnte man, oh ja, das könnte man machen. Stufftor. Zack. Dann tun wir das Ding nämlich hier rein. Erstmal. Fridges are full schon wieder. 39 Chicken, warte mal. Dann müssen wir mal die Chicken ein klein wenig reduzieren. Auch den Wein würde ich mal gerne ein wenig reduzieren. Vielleicht nur auf 3 Bottles. Oder auf 2 Bottles ist, glaube ich, gescheiter.
Okay, das lassen wir. So, dann können wir hier einrichtungstechnisch Toilette, Waschbecken. Diese wahrscheinlich auch in Use, ne? Toilette, Waschbecken. Nein! Oh, verdammt. Machen wir das eben dahin. Mach halt bitte mal die Toilette sauber. Toilette sauber machen. Hallo. Ich weiß, dass wir jetzt halt ein bisschen Schlauch haben hier. Das Ding bitte hier. Hallo. Item ist in use. Kannst du mal die Toilette sauber machen? Hallo. Hör doch jetzt mal auf, rumzukehren. Das ist echt übel, ne? Machst du jetzt mal Toilette? Hallo? Ah, jetzt gut. Gut, jetzt kann ich es verschieben. Und zack, hier rein. Dann können wir nämlich das hier weghauen. Und es ist doch schon mal wesentlich nicer. Joseph is complaining about the high workload. Joseph, du bist, was bist du? Du bist der Serving Master. Okay, dann tun wir dir mal noch einen Server mit her. Serving. Cooking haben wir jetzt zwei, ne? Serving haben wir jetzt auch zwei. Ich habe dir doch jetzt noch jemanden mit rein. So, dann haben wir einmal, zweimal. Wir haben drei Leute, die servieren. Cooking haben wir zwei. Wir haben zwei für Dishwashing und wir haben einen Cleaning. Da sollten wir vielleicht dann nochmal einen mit einstellen, der auch nochmal für Cleaning unterwegs ist. So, dann hätten wir zwei Cleaner. Wir brauchen allerdings dann auch noch einen Broom. Drehen bitte. So. Wenn wir irgendwann mal die 1000 haben, dann machen wir natürlich Staubsauger rein. Dann geht das Ganze auch viel flotter. So. Beinmäßig, das passt. Schicken würde ich sagen, mache ich jetzt halt auch einmal eins weniger. Wein haben wir auf zwei. Das, warte mal, Wein könnten wir dann eigentlich noch mal eine zusätzlich machen. Können ja hier schon mal loslegen. Kann ich, nee, das kann ich da wahrscheinlich nicht hinstellen, ne, weil dann kommen die wieder nicht raus. Können hier mal ein bisschen Deko mit hinstellen, dann ist das vielleicht nicht so hässlich. Hier bei den Toiletten. Schaut, denke ich mal, angenehmer aus, ne? So, dann da noch. Shortage. Ja, Wein, ne? Die Leute wollen trinken. So, vom Chicken her müsste es jetzt passen. Also da mache ich jetzt nicht mehr wie 5. Gerade im Moment. Potatoes könnten wir allerdings noch zweimal dazu nehmen. Was für ein Gewusel. Wenn die was fertig gekocht haben, dann stellen sie es auch dahin. Alles klar. Ingredient Shortage, ja. Wir könnten eigentlich auch
vielleicht hier ein Fenster wegmachen und dafür nochmal eine Tür hin. Für den Lieferanten. Oder wir machen generell hier noch eine Tür hin. Wir haben zwei Eingänge. Das wäre ja egal, ne? So. Gehen wir nämlich aufs Bauen. Eine Wall. Und dann machen wir hier nochmal eine Door. So. Das ist gut. So. Tiles habe ich da genommen, ne? Das ist quasi der Nebeneingang. Und ja, sag mal, trinken die so viel Wein? Das ist ja Wahnsinn. Dann machen wir halt mal auf 7. Oder machen wir mal auf 8 Flaschen Wein. Ich denke, das da hinten werde ich sowieso anders machen. Gehen wir mal nochmal aufs Baumenü. Aufs Baumenü bitte. Hier, Wall. Achso, Land not owned. Ja, gleich habe ich es geowned. So. Wall. Dann bauen wir das nämlich hier noch ein bisschen aus. Dann können wir nämlich dich erst einmal wegschieben. Und dann machen wir hier noch Regale rein. Storage. Einmal und zweimal. Dann könnte man hier nochmal zwei hinmachen, ne? Einmal, zweimal. Also jetzt nicht, aber später. Oder warum nicht jetzt? Was wir haben, das haben wir noch. Dann haben wir auf jeden Fall genug Platz und sollte da keine Beschwerde mehr kommen. Zumindest in nächster Zeit nicht. So, Paul is complaining about the high workload. Paul? Who is Paul? Paul ist der Dishwashing, okay. Dann müssen wir wohl noch mal jemanden hier mit Dishwashing reinstellen. Halt, da. So. Das ist ein Gewusel. Alter, wie würden das erst sein, wenn wir noch größer werden? Wenn wir noch mehr Tische hier machen? Und der Lieferant, der nimmt jetzt den kürzeren Weg. Der läuft jetzt nicht mehr hier rum, sondern direkt hier rein. Aber parken tut er trotzdem hier an der Stelle, ne? Gut, wir haben drei Toiletten, die unbedingt sauber gemacht werden müssen. Von daher, wir brauchen nochmal jemanden, der mit sauber macht, ne? Das geht nicht anders. Wir brauchen nochmal einen Cleaning. Der dann eben keinen Besen hat, dass wir dann zwei Besen haben und einmal keinen, der sich dann im Grunde um die Toiletten kümmert, wer auch immer halt. Wer sich den Besen schnappen kann, hat Glück gehabt. So. Wir haben aber auf jeden Fall jetzt die Nuggets mit drin, so wie ich es vorhatte für diesen Tag. Wir haben auf jeden Fall hier nochmal schön ausgebaut, was auch schon mal sehr gut ist. Man könnte vielleicht hier noch so beim Eingang hier noch einen kleinen Tisch hinstellen, oder? Ja, obwohl, das ist ein komisch. Dann machen wir es lieber dahin. Dann machen wir nochmal hier Chairs. So, dass wir den Eingangsbereich hier ein bisschen freilassen. Safe successful, das ist gut. So, wir haben genug Wein, Chicken und auch Potatoes. Es läuft. Es läuft, es läuft. Ja, und dann werden wir beim nächsten Mal hier noch ein bisschen mit ausbauen. Ich meine, wir haben ja hier noch ganz viel Land, was wir bebauen können, ne? Aber das machen wir dann im Grunde beim nächsten Mal. Da freue ich mich auch schon drauf. So, wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, lasst mal Kommentare da und dann täte es mich freuen, wenn ihr einfach reinschaut beim nächsten Mal. Insofern macht's gut, habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.